Hi, du fragst dich manchmal, wie du bei einer Geschichtsklausur vorgehen sollst, gerade wenn Karten drin vorkommen, unbekannte Quellen analysiert werden müssen und dann kommen auch noch irgendwelche Operatoren. Kein Problem, schau dir das Video an. Heute geht es um historische Karten. Historische Karten. Am Ende des Videos wirst du Folgendes gelernt haben. Du wirst wissen, warum wir zur Hölle Karten im Geschichtsunterricht behandeln. Drei Schritte der Kartenanalyse, Formulierungshilfe und eine Beispielklausuraufgabe wirst du bekommen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum müssen wir denn jetzt auch Karten im Geschichtsunterricht behandeln? Eigentlich habe ich doch ein Smartphone, nimm da Google Maps oder sonstige Programme und weiß, wie ich von A nach B komme. Früher war das allerdings ganz anders. Die Menschen in der Antike und im Mittelalter waren nicht daran interessiert, den richtigen Maßstab auf die Karten zu setzen oder von A nach B zu kommen. Nein, sie wollten ihr Weltbild vermitteln. Und genau das ist das, was uns als Historiker interessiert. Grundsätzlich kannst du Karten in zwei Kartentypen unterteilen. Zum einen die Geschichtskarten und historische Karten. Geschichtskarten stellen die räumlichen Verhältnisse der Vergangenheit dar. Im Allgemeinen sind sie auch in der Gegenwart erstellt worden von HistorikerInnen. Das war aber auch alles irgendwie ein Ergebnis aus historischer Forschung und in den meisten Fällen hat eine Geschichtskarte auch ein historisches Thema als Hintergrund, als Interesse, als Intention. Historische Karten allerdings sind in der Vergangenheit entstanden. Diese Karten wurden nicht zwangsläufig von HistorikerInnen erstellt, sondern konnten auch von Mönchen im Mittelalter in einem kleinen Kloster erstellt worden sein. Sie müssen nicht unbedingt ein historisches Thema behandeln, bieten aber Eindruck über das Weltbild und die Denkweise der zeitgenössischen Zeichner. Und das ist das, was uns interessiert. Kommen wir jetzt zum Dreischritt der Analyse. Zu Beginn stellt ihr meistens eine Leitfrage auf oder mehrere Leitfragen. In Schritt 1 stellst du die äußeren formalen Merkmale dieser Karte dar. Das heißt, was ist das Thema, die Kernaussage, Funktion oder die zentrale Botschaft der Karte? Was wird zum Beispiel vermittelt? Ein Weltbild. Welcher Kartentyp liegt vor? In welcher Zeit ist die Karte entstanden und welcher Raum wird dargestellt und wie ist die Karte ausgerichtet? Auch das kann interessant sein, genauso wie der Kulturkreis oder der Zeichner bzw. der Auftraggeber. In Schritt 2 beschreibst und erläuterst du diese Karte. Was ist genau im Einzelnen auf dieser Karte dargestellt? Sind irgendwelche auffälligen Besonderheiten vorhanden, die für irgendetwas sprechen? Was weißt du bereits? Dein vorhandenes Sachwissen kann hier eingebracht werden, um zentrale Kartenelemente zu erläutern, das heißt verständlich zu machen. Als kleiner Tipp, beschreibe immer strukturiert. Bei einer Karte bietet sich von innen nach außen zu arbeiten oder die Karte in sinnvolle Bereiche bzw. Himmelsrichtungen einzuteilen und natürlich die Besonderheiten zu erwähnen. Im letzten Schritt verfasst du eine Gesamteinschätzung, ein Resümee sozusagen. Welche belegbaren Antworten bzw. Schlussfolgerungen lassen sich mit Blick auf die gestellte oder gestellten Leitfragen formulieren, bzw. stellen sich vielleicht noch mögliche weitere Fragen, auf die Karte allerdings keine Antwort liefern kann? All das sind Fragen, die du in der Klausur beantworten kannst, mit diesen Schritten. Und jetzt kommen wir zu Formulierungshilfen. Oftmals ist es schwer, in einer Klausur die richtigen Worte zu finden. Diese Formulierungshilfen sollen dir helfen, ein wenig eloquenter, also ein bisschen fachwissenschaftlicher zu klingen in deinen Klausuren. Ganz gleich einfach das Video pausieren und dir die Sätze auch abschreiben. Zum letzten Punkt der Beispielaufgabe. Wie sieht denn so eine Klausur aus? Im Grunde ist die erste Aufgabe, interpretiere die historische Karte, indem du sie analysierst. Das ist Schritt 2. Unterschiede der dargestellten Karte zu gegenwärtigen Weltkarten erläuterst.
ist Schritt 2 und überprüft, inwiefern sich ein mittelalterliches Weltbild, wenn sie aus dem Mittelalter stammt, in dieser Karte auch widerspiegelt. Schritt 3. Ich hoffe, dir hat das ganze Video ein bisschen geholfen und würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo von dir freuen. Bis dahin!